So, das war's. Also wenn du jetzt hier denkst, dass du da schön in deinem Arbeitszimmerchen da in Ruhe sitzt. Ja, so, also natürlich musst du mit dem richtigen Radius da rechnen. Also das wird ein bisschen weniger. Ja, so. Ne? Je näher bis zu der Drehachse, wird das der Bahngeschwindigkeit weniger. Also wenn du auf dich auf den Drehachse dich hier so raufstellst, dann drehst du einfach nur so. Nein, drehst du einfach nur so. Ja, okay. Dann gibt es eine Bahngeschwindigkeit von deinem Schulter. Ja, aber deine Nase ist dann, macht er nichts. Ja? Gut, also das war wieder. Jo. So, und jetzt, was machen wir mal hier mit unserem Erde? Ja, also Erde muss ich auch ein bisschen so um die Erde, mit der Sonne um die Erde laufen, weil sonst würde er in die Sonne reinfallen. Ja, wir werden das später das mal anschauen, nächste Woche, wieso fällt er in die Sonne nicht rein? Ja, gut. Gut, also das gleiche Prozess, ja, die Zahlen sind ein bisschen größer. Ja, gut. Also Umlauf. Dauer ist diesmal nicht 24 Stunden, also ein Tag, sondern 365 Tage. Das ist wieder eine Annahme, Leute, weil es ist nicht, das habe ich in der Aufgabe gesagt. Ja, so, es ist ja, anders, also mehr, ein bisschen. Ja, gut. Also 365 mal 24 Stunden. Mal 60 Minuten, mal 60 Sekunden, so viele Sekunden ist dann ein Jahr. So, Pippa, da musst du es merken immer. So, ist egal, es kommt, wir kommen noch dazu. Ja, so, also, denn also stundenmäßig ist es mit 8000 Stunden, also in einem Jahr. Das ist eine wichtige Zahl für den Sonnenkollektoren, oder wenn irgendwie so eine Sonnenenergieanlage da machen wir. Okay, Umlaufbahnlänge, jetzt ist die Frage ist, okay, wie lang ist das hier, ja, der Bahn, die Erde, so, das ist eine ziemlich große Zahl, so, jetzt machen wir wieder ungefähr, damit es noch nicht so viel andere, also wir haben viele Null, und das können wir kürzer aufschreiben, ja, also, 1000 Millionen Milliarden 49. Oder anders gesagt, 94 mal, wie viel Null haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, habe ich keinen Fehler gemacht? 10 hoch 10. Also 94 mal 10 hoch 10 Meter. Ja? Das ist unsere, ja, der Weg und das ist unsere Zeit. Ja? Das war's. Ja? Okay. Und jetzt machen wir wieder das Gleiche. 2 mal Pi mal R. Ja? Das ist unsere Umlauflänge. Ja? Geteilt durch den Umlaufdauer. Ja? Und jetzt setzen wir die Zahlen da hier rein. Also 94, 10 hoch 10, 10 hoch 10, 365, 24, 60, 60, der 2 0 kürzen wir, dann wird das 10 hoch 8. 10 hoch 8. Und jetzt kannst du das in den Taschenrechner reintun und dann kommt so ein Zahl da raus. So. Einfacher gesagt, und das kann man irgendwie so spüren lassen, du bewegst dich 30 Kilometer, 30 Kilometer in einer Sekunde, einfach dadurch, dass du hier auf der Erde stehst. So. Also überleg mal. 30. Warte mal. Wenn du es multiplizierst mit 3,6, dann kommst du knapp über 100.000 Kilometer. 100.000 Kilometer pro Stunde. Ja? Das muss man schon mal so die Zunge gehen lassen. So mein Ding. Also, wenn irgendwer euch sagt, du befindest dich in einem Ruhezustand und du tust einfach
Und dann denkt er, lenk mal an. Wir sind sofort fertig. Das ist noch 5 Sekunden. Achso, was? Ja, Entschuldigung, Leute, ich verabschiede, warte mal noch einen Augenblick. So, Leute, also, das war's. Ja? Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Arbeitet eurem Hefte, das muss nicht in dem Hefte da reinkommen. Und dann wir sehen uns bei nächster Woche. Tschüss dann.